Vorab zu den Pflichtfragen. Ich bin AfD-Fördermitglied seit 2016, Vollmitglied seit 2017, Fördermitglied seit Juli 2016 und Vollmitglied seit Oktober 2017. Gehen Sie dicht an die Mikros. Ich habe Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften studiert und beides auch abgeschlossen. Das eine mit einem Diplom, das andere mit einem Bachelor. Ich habe alle meine Parteimitgliedsbeiträge bezahlt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin überwältigt, wie viele es heute auf sich genommen haben, hierher zu kommen. Und ich bin jedem Einzelnen von Ihnen dankbar dafür. Wir beginnen heute hier den Kurswechsel für Deutschland und für Europa. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme gerade aus Straßburg, wo das Europäische Parlament einmal monatlich tagt. Und nichts beschreibt den Zustand der EU besser als dieser Wanderzirkus. Fast 1 Milliarde Euro Mehrkosten für Doppelstrukturen, für Autotransporter, die die Fahrzeuge der Parlamentarier für 3 Tage im Monat von Belgien nach Frankreich und zurück transportieren. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Markus Buchheit, 35 Jahre alt und arbeite seit 2014 zusammen mit unseren Freunden von der FPÖ und der italienischen Lega für ein wahres, ja für ein ehrliches Europa, für ein Europa der Vaterländer. Eine meiner ersten Tätigkeiten im Europäischen Parlament, das war die Organisation einer Veranstaltung über den Einfluss von Islamlobbys innerhalb der EU-Institutionen. Sie haben richtig gehört. Es gibt bereits eine hochorganisierte islamistische Lobby direkt in Brüssel. Die Tochter eines hochrangigen Funktionärs der tunesischen Muslimbruderschaft, Inti Sakarigi, die wurde zu einer Konferenz für Frauenrechte in das Europäische Parlament eingeladen, während sie vorher öffentlich einsehbar auf Facebook mit dem Handzeichen der Muslimbruderschaft posiert hatte. Wir müssen durchleuchten, wir müssen aufdecken und wir müssen ausschalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn weder Sie noch ich wollen den politischen Islam im Herzen Europas. Ich kämpfe für ein Europa freier, souveräner Nationalstaaten und deswegen gegen den Zentralismuswahn der Eurokraten. Und dass es funktioniert, das zeigen uns gerade Italien und Österreich mit ihrem Widerstand gegen zügellose Migration und gegen den Global Compact on Migration. Und wissen Sie was? Wissen Sie was? Wir haben ihn gestoppt, weil wir die Pseudokonservativen dazu gezwungen haben. Und dieser Kampf, der wie ein Dominoeffekt mittlerweile auch anderen Ländern Mut macht, den haben wir von Brüssel aus begonnen. Doch auf europäischer Ebene werden wir langfristig nur Erfolg haben, wenn wir mit unseren national-freiheitlichen Partnern in einem starken Bündnis ost- und westübergreifend zusammenarbeiten. Und ich arbeite seit meinem Arbeitsbeginn genau an dieser Vernetzung. 2019 müssen wir der Stachel im Fleisch der Altparteien sein. Und dieser Stachel, er muss groß sein und höllisch schmerzen. Meine Damen und Herren, das Pendel schwingt um in Europa. Wir befinden uns im Umbruch und gerade Deutschland braucht jetzt eine starke AfD mit einer erfahrenen Führung in Brüssel um unseren Parteichef Jörg Meuthen. Denn jeder Franzose, der nach Brüssel geht, der bleibt Franzose. Jeder Italiener, der nach Brüssel geht, der bleibt Italiener. Nur die deutschen Politiker, sie werden zu Juncker-Jüngern, zu Marionetten Manfreds und zu Fremdsprachengenies à la Oettinger. Und damit muss Schluss sein. Ich will die Interessen unseres Landes in Brüssel vertreten und die EU darauf zurückstutzen, wo sie wirklich einen Mehrwert bringt. Ich bin täglich damit konfrontiert, wie eine Europäische Kommission mit 30.000 Mitarbeitern nicht die Ergebnisse zustande bringt, wie die EFTA, Sie wissen schon, die Freihandelsorganisation aus Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein, mit 400 Mitarbeitern. Stattdessen wird sich seitens der Kommission in Bereiche eingemischt, in denen die EU aber auch gar nichts zu suchen hat. Da wird sich doch um Gender-Gaga und um Minderheitenrechte auf Samoa mehr gekümmert als um den Ausverkauf unserer mittelständischen Industrie an chinesische Heuschrecken. Und der deutsche Mittelstand, das Rückgrat unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft, der blutet aus. Warum will die EU denn unsere duale Berufsausbildung auflösen und unsere Meisterbrief entwerten? Erfolgskonzepte aus Staaten mit der geringsten Jugendarbeitslosigkeit.
Logisch wäre doch eher, diese Konzepte zu übernehmen. Doch die eigentliche Agenda ist eine ganz andere. Unser Geld soll mit der Gießkanne verschiedenster Instrumente in der EU verteilt werden, um damit soziale Unterschiede gleichzumachen. Es ist Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, für eine Offensive der politischen Inhalte. Denn nichts fürchten Westentaschen, Napoleon Macron und seine willfährigen Lakaien mehr als die Entzauberung ihrer eigentlichen Agenda. Und die lautet: Wir Deutsche sollen zahlen, zahlen, zahlen und uns nicht beschweren. Aber meine lieben Freunde, wir zahlen eben nicht nur mit unserem Geld. Die Rechnung für uns, sie fällt noch weitaus höher aus als die 35,2 Milliarden, die demnächst in den Statistiken stehen werden. Wir zahlen mit unserer Identität. Und damit muss Schluss sein. Das war's. Dankeschön. Okay. Danke für Ihre Rede. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Ja, eine ganze Reihe wohl. Bitte durchschütteln, Herr Dr. Hesse, nicht, dass wieder Zweifel daran erhoben werden. So, die erste Frage kommt von Christoph Birkhahn. Die zweite Frage kommt von Christoph Heidmann. Und die dritte Frage kommt von Michael Moses Meil. So, Christoph Birkhahn. Wir schalten sofort frei Ihr Mikrofon. Am roten Saalmikrofon. Bitte, Sie haben das Wort. 30 Sekunden. Herr Buchert, lieber Markus, soweit ich sehe, ist dir ein besonderes Anliegen, die Kooperation in Europa zwischen den verschiedenen Strömungen und Parteien, die wir in Europa haben, zu verbessern. Jetzt sind wir ja uns bewusst, dass es da auch einige Unterschiede gibt. Wie stellst du dir vor, dass wir die ganzen unterschiedlichen Strömungen, die daran arbeiten, wieder Europa in eine freie Zone zu verwandeln, zusammenfassen können? Nun, zunächst mal herrscht bei den Altparteien eine gewisse Angst vor. Wir sehen momentan, dass das Budget des kommenden mehrjährigen Finanzrahmens noch durchgedrückt werden soll, obwohl das jeglicher parlamentarischen Praxis widerspricht. Wir sehen momentan die Unionsparteien beispielsweise im freien Fall und Prognosen sagen, dass die EVP nur noch auf 180 Sitze kommen wird im Parlament. Die Frage für uns ist, wie schaffen wir es, eben einen möglichst großen Stachel in diesem Fleisch darzustellen? Und ich gehe davon aus, dass uns das nur gelingen wird, wenn wir Masse erzeugen. Wir müssen Masse am rechten Außenrand innerhalb des Parlaments erzeugen. Und das schaffen wir natürlich nur, wenn wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner der Kooperation finden. Wir werden es nicht schaffen, den Franzosen eine Sozialpolitik zu dirigieren. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen die Institutionen reformieren. Und dazu müssen wir groß sein, einen kleinen gemeinsamen Nenner finden. Dankeschön. Die zweite Frage kommt von Christoph Heidmann, auch am roten Saalmikrofon, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Buchheit. Ich frage Sie, in welchem fachpolitischen Bereich sehen Sie Ihre Kernkompetenz und bei welchen Themen und auch in welchen Ausschüssen wollen Sie sich dann besonders engagieren im EU-Parlament? Vielen Dank. Ich war bislang tätig in verschiedenen Ausschüssen. Das hat angefangen im Ausschuss für Verbraucherschutz und Binnenmarkt und ist momentan hauptsächlich der Ausschuss für internationalen Handel. Ich sehe dort eigentlich meine Kernkompetenzen, denn ich sehe dort auch Europa relativ gut aufgehoben mit einem gewissen Mehrwert. Und ich möchte mich in diesen beiden Ausschüssen auch weiterhin engagieren, insbesondere im internationalen Handel. Die dritte Frage, Michael Moses Meil am blauen Saalmikrofon, bitte. Was haben Sie in Ihrer bisherigen Tätigkeit als Schlüsselkompetenzen für eine erfolgreiche Abgeordnetentätigkeit wahrgenommen? Welche bringen Sie mit? Ich denke mal, das ganz Entscheidende in Brüssel ist eben nicht nur die Fachkompetenz. Es kommt eben nicht nur darauf an, Ausschüsse zu kennen. Dafür hat man Mitarbeiter. Es kommt darauf an, im Hintergrund Netzwerke zu spinnen, um Informationen früher zu bekommen, um Einfluss zu nehmen, denn viele Entscheidungen werden vor dem Plenarsaal getroffen. Insofern empfinde ich das Vernetzungsdenken, die Fähigkeit zu sozialer Interaktion, die Fremdsprachenkompetenz als ganz entscheidende Kompetenzen in Brüssel.
Sprachenkompetenzen sind sicherlich auch entscheidend. Ich bringe Französisch, Englisch und Spanisch mit. Aber ich denke, soziale Kompetenzen, die Möglichkeit, gewisse Dinge auch mal außerhalb des Plenarsaals bei einem Bierchen zu besprechen, sind durchaus wichtig. Herzlichen Dank, Herr Buchheit, für Ihre Vorstellung.